Hallo liebe Freunde, willkommen zu Gott auf einer Seite. Heute mit Seite 71. Lasst uns gemeinsam beten. Lieber Vater im Himmel, danke, dass du durch die Geschichten der Bibel, insbesondere durch die Geschichte aus dem, mit dem Auszug aus Ägypten, die Kraft deiner Erlösung illustrierst. Und so bitten wir dich, dass du jetzt durch dein Wort zu uns sprichst. Und dafür danken wir dir im Namen Jesu. Amen. Wir sind in 2. Mose, Kapitel 9, in der sechsten Plage. Es geht um den Hagel, der angekündigt worden ist. Vers 23. So streckte Mose seinen Stab zum Himmel, und der Herr ließ es donnern und hageln, dass das Feuer zur Erde niederfuhr. Und der Herr ließ Hagel regnen auf das Land Ägypten. Es war aber zugleich Hagel und ein unaufhörliches Blitzen mitten in den Hagel hinein. So stark, dass etwas derartiges im ganzen Land Ägypten niemals vorgekommen war, seitdem es bevölkert ist. Die ägyptische Kultur war schon etliche Jahrhunderte alt. Wenn Gott eingreift, dann schreibt das Geschichte. Und der Hagel, er schlug im ganzen Land Ägypten alles, was auf dem Feld war, vom Menschen bis zum Vieh. Auch zerschlug der Hagel alles Gewächs auf dem Feld und zerbrach alle Bäume auf dem Land, nur im Land Gosen wo die Kinder Israels waren, hagelte es nicht. Da sandte der Pharao hin und ließ Mose und Aaron rufen und sprach zu ihnen, diesmal habe ich mich versündigt. Der Herr ist gerecht, ich aber und mein Volk sind schuldig. Hier haben wir ein Sündenbekenntnis. Bittet aber den Herrn, dass es nun genug sei mit dem Donner und dem Hagel, so will ich euch ziehen lassen und ihr sollt nicht länger hier bleiben. Er verspricht das, was Gott gefordert hat. Da sprach Mose zu ihm, wenn ich zur Stadt hinauskomme, so will ich meine Hand zum Donner ausstrecken. Dann wird der Donner auffallen und kein Hagel mehr sein, damit du erkennst, dass die Erde dem Herrn gehört. Wird jetzt in der siebten Plage das Ganze sich in Wohlgefallen auflösen, dass der Pharao aufgrund seines Sündenbekenntnisses sich zu Gott bekehrt und das Volk ziehen lässt, Gottes Wort annimmt? Vers 30. Ich weiß aber, dass ihr, du und deine Knechte, euch vor Gott, dem Herrn, noch nicht fürchtet. Der Pharao hat seine Sünde bekannt, aber er hat keine Gottesfurcht. Und ein Sündenbekenntnis ohne Gottesfurcht wird nicht weit tragen. Es waren aber der Flachs und die Gerste zerschlagen, denn die Gerste hatte Ehren und der Flachs Knospen getrieben. Aber der Weiz und der Spelt waren nicht zerschlagen, denn die wachsen später. Gott hatte dafür gesorgt, dass es noch Hoffnung für die Ägypter gab. Nun ging Mose vom Pharao weg zur Stadt hinaus und streckte seine Hand aus zum Herrn und der Donner und der Hagel ließen nach und der Regen fiel nicht mehr auf die Erde. Als aber der Pharao sah, dass der Regen, der Hagel und der Donner nachließen, versündigte er sich weiter und verhärtete sein Herz, er und seine Knechte so wurde das Herz des Pharao verstockt, dass er die Kinder Israels nicht ziehen lässt, so wie der Herr durch Mose geredet hatte. Wodurch ist der Pharao verstockt worden? Durch seine eigene Sünde. Ihm fehlte die Gottesfurcht, sodass selbst sein Sündenbekenntnis keine Dauer hatte. Er fürchtete sich vor den Folgen der Sünde, nicht vor der Sünde selbst. Wie oft haben wir schon in unserem Leben Sünde bekannt, ohne echte Gottesfurcht zu haben? Wie oft haben wir vielleicht unsere Schuld zugegeben, nur weil wir Angst vor den Konsequenzen hatten, aber nicht Angst vor der Sünde und sind dann bald wieder in die Sünde zurückgefallen. All das verhärtet nur unser Herz. Das ist eine gefährliche Sache, deswegen ruft uns die Bibel auf, dass wir Gottesfurcht haben sollen. So zum Beispiel in Offenbarung 14, Vers 7 und an vielen anderen Stellen da sprach der herr zu mose geh zum pharao denn ich habe sein herz und das herz seiner knechte verstockt damit ich diese meine zeichen unter ihnen tue jetzt verstehen wir was es heißt dass gott das herz des pharao verstockt er hat es vorausgesehen er hat gewusst dass der pharao immer wieder gegen ihn sündigen würde hat ihn in dieser position jetzt mit der botschaft konfrontiert um ein gleichnis zu geben eine illustration wie gott den Satan besiegen wird in unserem Leben, der von allen anderen das allerverstockteste Herz hat. Und damit, damit du vor den Ohren deiner Kinder und Kindeskinder verkündigst, was in Ägypten gewirkt und wie ich meine Zeichen unter ihnen vollführt habe, damit sie erkennen, dass ich der Herr bin, das Wirken Gottes sollte nicht nur für diese Generation, sondern für alle folgenden Generationen ein Zeichen der Kraft und des Evangeliums sein, wenn Gott wirkt, dann sollen auch die nachfolgenden Generationen noch davon profitieren. So gingen Mose und Aaron zum Pharao und sprachen zu ihm: So spricht der Herr, der Gott der Hebräer: Wie lange willst du dich noch weigern, dich vor mir zu demütigen, lass mein Volk ziehen, damit es mir dient. Wenn du dich aber weiterhin weigerst, mein Volk ziehen zu lassen, siehe, so lasse ich morgen Heuschrecken in dein Gebiet kommen, und sie sollen die Fläche des Landes so bedecken, dass man die Erde nicht sehen kann, und sie sollen den Überrest auffressen, der gerettet worden ist von dem Hagel. Und von dem Hagel übrig geblieben ist. Und sie sollen alle eure grünen Bäume auf dem Feld kahl fressen. Bei jeder Plage gab es immer noch etwas, das übrig geblieben war. Immer noch Hoffnung, die immer mehr reduziert wird durch jede weitere Plage, die kommt. Und sie sollen dein Haus und die Häuser aller deiner Knechte und die Häuser aller Ägypter anfüllen, wie es deine Väter und Vorväter nie gesehen haben, seitdem sie im Land sind, bis zu diesem Tag. Und er wandte sich um und ging vom Pharao hinweg. Da sprachen die Knechte des Pharao zu ihm: Wie lange soll uns dieser zum Fallstrick sein? Lass die Leute ziehen, damit sie dem Herrn, ihrem Gott, dienen. Merkst du noch nicht, dass Ägypten zugrunde geht? Selbst die Ägypter erkennen, dass der Weg der Sünde und der Rebellion nur Unheil bringt. Da holte man Mose und Aaron wieder zum Pharao. Der sprach zu ihnen: Geht hin, dient dem Herrn, eurem Gott. Wer aber soll denn hingehen? Und Moses sprach: Wir wollen mit unseren Jungen und Alten, mit unseren Söhnen und Töchtern, mit unseren Schafen und Rindern ziehen, denn wir haben ein festes Herrn. Die Erlösung soll allen gelten, nicht nur einigen Auserwählten. Da sprach er zu ihnen: Der Herr sei ebenso mit euch, wie ich euch samt euren Kindern ziehen lasse. Seht da, ihr habt Böses im Sinn. Lasst uns gemeinsam beten. Lieber Vater im Himmel, wir sehen, dass Sünde unser Leben immer mehr kaputt macht und unser Herz immer mehr verhärtet. So bitten wir dich von ganzem Herzen, dass die Kraft deines Evangeliums heute an diesem Tag unser Herz erreicht und ganz durchströmt und dass wir erleben dürfen, dass du ganz frei machst. Das bitten wir im Namen Jesu. Amen.